Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Magazin-Review. Heute zur 105. Ausgabe des Lego Star Wars Magazins. Als Extra haben wir da einmal die Minifigur vom Imperator Palpatine dabei und eine limitierte Goldkarte von Boba Fett. Ich würde sagen, ich cutte einmal kurz, mache das einmal alles ab. Und dann sehen wir uns zum Aufbau vom Imperator wieder. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Hier einmal zur Goldkarte, die nochmal groß. Finde ich ganz cool. Auch schön mit dem, das weiß ich gar nicht mehr, wie das Viech hieß. Auf jeden Fall schön mit dem Schädel im Hintergrund. Die Rückseite ganz Standard. Kommt gleich in die Mappe zu den anderen. Und jetzt kommen wir zur Minifigur von Imperator Palpatine. So. Na komm, gib. So. Zack. Da haben wir ihn. Hier. Beine sind mit einem Stück vom Umhang bedruckt. Der Oberkörper ist vorne und hinten bedruckt. Dann haben wir den doppelt bedruckten Kopf. Einmal grimmig guckend, einmal normal. Da habe ich jetzt den Umhang vergessen. Den soll er ja auch noch mal schnell kriegen. Wir hatten schon mal ein Palpatine im in dem Magazin. Da hatte er damals aber sag mal schnell, ein Lichtschwert gehabt. Eins der goldenen mit roter Klinge. Hier hat er diesmal die Blitze. Die Machtblitze. Finde ich ganz cool. Habe ich die jetzt auch. Ach so, hier. Da haben wir ihn. Einmal groß. Die Kapuze ist unten offen, das Kopfteil. Eine ganz coole Figur, relativ selten, würde ich sagen. Gefällt mir. So, kommen wir jetzt mal zum Heft. Da haben wir vorne Werbung für einige Lego City Sets. Dann haben wir das Inhaltsverzeichnis. Dann geht es auch direkt schon los mit dem Comic. Springen wir einmal so schnell durch. Hier haben wir Werbung für ein Abo der Star Wars Magazine. Als Premier würde es den Microfighter von Boba Fett geben. Dann geht es auch schon weiter mit dem Comic. Comic. Bis wir in der Mitte sind. Da haben wir einmal ein Post-Imperiale Sternjäger. Finde ich ganz hübsch. Hier der Bomber, da der normale TIE Fighter, da der Abfangjäger. Gefällt mir. Und außen haben wir Darth Maul. Dann haben wir hier ein kleines Gewinnspiel oder sowas. Muss ich mir mal durchgucken. Welche Geschichte wirst du darstellen? Keine Ahnung, was das genau ist. Dann Anflug auf den Todesstern, ein kleines Spielchen. Dann haben wir hier so ein paar kleine Rätsel. Geheime Erste Ordnung. Mit ein paar Suchrätseln und so. Dann Kniffliger Anflug. Noch mal ein kleines Rätsel mit Chewbacca und Han Solo. Hier haben wir dann wieder ein paar Rätsel, verzwickte Zitate. Auch wieder so ein kleines Rätsel halt. Dann der einzige Imperator. Haben wir zu ihm ein paar Fragen und ja, ein kleines Rätsel. Dann geht es auch schon wieder weiter mit dem Comic für ein, zwei Seiten. Hier haben wir dann nochmal Fanpost.
Da haben einige Bilder von Mocs oder Zeichnungen eingeschickt. Kann man diesmal mal wieder mitmachen. Gibt es den T6 Jedi Shuttle zu gewinnen. Und hier einmal Jedi Archive, Sternenzerstörer, so welche es alles gab und gibt. Dann sind wir auch schon am Ende. Hier haben wir jetzt Werbung für das nächste Magazin am 23. Februar. Als Extra haben wir ein Coruscant Guard als Minifigur dabei. Eine rote Klontruppe. Finde ich ganz cool. Kam jetzt erst vor kurzem in einigen Sets raus. Dann eine weitere limitierte Karte, die Nummer 16. R2-D2. Bei der Minifigur solltet ihr schnell sein. Da werden sich einige garantiert wieder etliche Hefte anschaffen. Also wenn ihr die seht und die haben wollt, seid schnell. Dann haben wir hier Werbung für das neue Lego Ninjago Magazin mit dem Wolfsjäger als Minifigur. Finde ich auch ganz cool. Wird auch ein Review zu kommen. Und hier hinten haben wir Werbung für das Lego Spider-Man Magazin. Für das gab es ja schon ein Review. Könnt ihr gerne mal reingucken. Ich werde es euch auf den aufs E-Um verlinken und in die Infobox schreiben. Und in die Videobeschreibung. Aber dann soll es das auch für heute gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Falls ja, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich sehr freuen. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschö, tschö.